Wir kommen vorbei am Freibad Sternberger See. Und dann dort, wo früher die Kamele grasten, stehen jetzt Pferde. Und jetzt fahren wir hier immer an der Milderitz entlang. Dort unten ist die Milderitz. Hier sind wir in der Tat noch nie gewesen. Aber es ist wunderschön. Elende Steigung, als wir oben sind, sind wir platt. Corona sei Dank. Das Hünengrab zwischen Groß- und Kleingörnow lassen wir rechts liegen. Das haben wir bereits auf einer anderen Fahrradtour dokumentiert. Bei Kleingörnow geht es wieder durch den Wald, aber mit einer geteerten Straße. Wildschwein-Suhlen finden wir häufig. Und auch hier lassen wir den bronzenen Hirschen Haus. Wir sind dort schon gewesen, werden in unserer Videodokumentation aber einen Link hinterlassen. Und das meine ich mit Sandkasten. Meine Güte, welche Auswahl! Und dann Kaffee und Kuchen. Dieser Polizist hat die Hosen runtergelassen, vermutlich zur besseren Peilung. Unsere Räder empfinde ich heute als extrem laut. Und überall gibt es hier Seen. Und jetzt geht es auf diesem Panzerweg bis nach Brühl. Das sind noch circa 5 Kilometer.
und hier erleben wir unsere reinste Glückssträhne. Tatsächlich ein Rotfuchs. Wunderbar. Und dieser, ach, jetzt legt er ein Ei und dann flitzt er weiter. Aber das Glück war noch nicht genug. Es kommen noch Kraniche dazu. Hier eine alte Industriebrache. Wer weiß, vielleicht sogar noch intakt. Naja, dort steht ein Gabelstapler und ein LKW. Aber keine Ahnung, was hier gemacht wird. Jetzt sind wir in Brühl. Dann müssen wir ein Stück neben der Straße her, bis Weitendorf. Vorgestern kamen wir von rechts und sind dann hier abgebogen. Und das ist unser kleiner Umweg zur Kirche. Aber sieht nicht so aus, als wenn wir hier reinkämen. Des Herrn Wort. Und überall immer diese Steinmauern aus dem Frieden. Und für Besucher einen Tisch mit Stühlen. Und jetzt geht es wieder ein bisschen bergan. Wie so oft hier in Macomb. Aber das Schöne, dann geht es auch wieder bergan. Und hier sind wir wieder an der Sargsdorfer Brücke. Jetzt geradeaus auf Straße. Hier mit dem Reformationsstein. Haben wir vorgestern Pause gemacht. Die letzte Steigung. Und hier sind wir am Lukower See. Oben weiter ist das griechische Restaurant. Dann noch nach Davel zum Essen. Gegen 7:30 dann wieder zum Ferienhaus.